Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Bei uns gibt's heute Koreanisch. Mein Mann hat's mitgebracht. Ich habe es mir nämlich mal wieder gewünscht. Und zwar hat er einfach mal von jedem so ein kleines bisschen was mitgebracht. Wir haben ja einmal die Gemüsepfannkuchen, dann Mandus und Kimbap. Und natürlich Kimchi darf nicht fehlen. Wer es nicht kennt, das sind sowas wie Maultaschen und das ist sowas wie Sushi. Aber ohne Fisch. Das mag ich ja nicht so gerne. Genau, und das lassen wir uns jetzt gleich mal schmecken. Lecker, 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 lecker. Er hat natürlich von allem 2 Portionen mitgebracht. Also das ist hier mein Essen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mich jetzt, ich glaube, 2 Wochen lang fast gar nicht gemeldet. Aber es gab auch nichts zu berichten. Es war Alltag, ich hatte viel zu tun. Ich habe jetzt auch noch ziemlich viel zu tun. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich werde nicht zwangsläufig Dauervideos online stellen, wenn es nichts zu berichten gibt. Das ist halt einfach so. Es war nicht super viel los, beziehungsweise war zwar was los, aber jetzt nichts, was sich zu berichten lohnt. Und ich war halt auch nicht fit. Ja, ich war irgendwie 2 Wochen lang sehr müde. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, dieses Hin und Her mit warm und kühl und schwül. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist nicht schlimm, dass es noch nicht sofort knallheiß ist. Ich bin jetzt niemand, der sofort 40 Grad braucht. Und über den Regen bin ich ja froh. Die Natur braucht es. Der Sommer wird bestimmt wieder trocken genug. Aber irgendwie dieses Hin und Her und dann oftmals was Feuchtes und dann die Sonne und schwül. Ich weiß nicht, ich war irgendwie dauerhaft müde. Ja, und wenn mal 1, 2 Sachen waren, habe ich tatsächlich vergessen zu filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wollte euch jetzt schnell die Sachen vom Wochenende zeigen, denn wir waren Reitsachen kaufen. Ja, es war nämlich an der Zeit, dass die Mädels Reitsachen bekommen, jetzt zumindest für den Sommer. Genau, ich sehe übrigens total zerstört aus. Das Wetter heute ist eklig. Es ist, wir haben immer noch 10 Grad, heute Morgen waren es 11 Grad, jetzt sind es 10 Grad. Das ist absolut die falsche Richtung. Es ist windig und es sprüht andauernd, so ein leichter Nieselregen. Aber nicht richtig nieseln, wirklich nur so ein Sprühen. Ist gerade eklig draußen und man fröstelt, weil man, also ich hatte jetzt nur diesen Hoodie an, der ja eigentlich wirklich warm genug ist, aber jetzt gerade hätte ich noch eine Jacke oben drüber gebraucht. Aber die App sagt, nachher kommt die Sonne raus und es wird zu 16 Grad. Das wäre natürlich schön, weil heute ist Ponyreiten und das Wetter jetzt kann man machen. Klar, man muss sie nur richtig anziehen, aber naja, ein bisschen schöner wäre schon nett. Und ich möchte auch gerne wieder draußen rumlaufen und bei dem Wetter, ey, oh. Aber gut, alles gut, wird besser. Ich bin optimistisch. Und wenn nicht, dann muss man sie halt richtig anziehen. Dann muss ich ihnen aber tatsächlich eine andere Jacke anziehen nachher. Und einen Schal. Definitiv. Weil, oh, werde ich vielleicht sowieso machen. Ja, ich glaube, das mache ich heute sowieso. Ich werde ihnen ein dünnes Halstuch umtun. Und bei den Jacken überlege ich noch, ob ich ihnen wirklich nicht diese Outdoor-Jacken anziehe. Weil die sind nicht super dick, aber wärmer. Weil heute, selbst wenn die Sonne rauskommt, man muss es abwarten. Man muss echt abwarten. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, das Wetter hat mich total durcheinander gestrubbelt. Aber egal, ich wollte euch die Sachen jetzt trotzdem zeigen und nicht einen Tag abwarten, wo ich mal gestylt bin, sondern ich zeige euch die Sachen jetzt, weil jetzt sind sie noch frisch und sauber. Nachher sind sie getragen und dann, ja gut, waschen muss ich sie eh regelmäßig, aber die Schuhe, jetzt habe ich sie noch hier im Wohnzimmer. Alles gut, danach wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe übrigens nächste Woche einen Friseurtermin und ich freue mich schon riesig drauf, weil ihr seht ja, ne, also mittlerweile habe ich ja fast schon hier oben braun und einen blonden Dutt, ne? Also, ja, sieht lustig aus. Aber egal, eigentlich hatte ich echt keine Lust, mich nochmal vor die Kamera zu setzen, bis ich meine Haare gemacht habe, weil ich es einfach nicht mehr sehen kann. Nicht, weil es mir unangenehm ist oder so, weil es ist halt so, ich habe euch erklärt, warum ich länger nicht beim Friseur war, aber ich kann mich nicht mehr sehen und ich sehe mich ja in dem Display andauernd. Ich finde es so furchtbar mittlerweile. Aber gut, mal gucken, was da nächste Woche bei rauskommt. Jetzt zeige ich euch aber mal schnell die Reitsachen. Wir haben in diesem Shop 314 Euro gelassen. Boah, Wahnsinn. Also das ist so mittelmäßig. Es geht sicher noch ein bisschen günstiger, es geht aber auch um einiges teurer. Das Ding ist, wir waren in einem Shop. Das ist aber auch so ein Megastore, also der geht noch preislich, weil auch eine Arbeitskollegin von meinem Mann hat den empfohlen, den findet sie gut, weil es ist halt auch so kleinere Reitläden, je kleiner der Laden, desto teurer wird's. Und natürlich Amazon hätte einen Ticken günstiger sein können, wobei Reitmode ist wie mit vielen anderen Dingen auch, du brauchst sie, also kostet sie auch. Ja. Auch da waren die Kinderreithosen bei 30 Euro oder mehr. Wir haben jetzt für die Hosen, glaube ich, einmal 40, einmal 50 Euro bezahlt. Aber das Ding ist halt auch, sie brauchen es jetzt. Und gerade wegen der Helme wollte ich anprobieren und auch wegen der Schuhe, weil ich hatte damals noch ganz klassische Reitstiefel. Heutzutage nimmt man ja eher so Stiefeletten und Chaps. Also
da war ich auch nicht mehr so drin. Deswegen fand ich den Shop schon gut, weil die hat uns gut beraten. Die Kinder haben anprobiert. Sie hat sie auf den Sattel gesetzt. Die haben so einen Sattel aufgebockt. Da durften sie sich draufsetzen und dann wurde geguckt, ob die Hose richtig sitzt, da keine Falten wirft und da nicht. Und die Helme, dass die passen. Weil wenn ich das jetzt alles bei Amazon bestellt und hin und her geschickt hätte, das ist ja auch Quatsch. Und gerade bei Hannah war es zum Beispiel so, dass wir wirklich die kleinste Größe gebraucht haben, die es gab, so eine XS quasi, also die kleinste Größe bei den Kindern hat sie gebraucht. Genau, deswegen war bei den Reithosen jetzt auch nicht so krass viel Auswahl und wie gesagt, ich hätte vielleicht schon mal hier 10 Euro, da 20 Euro sparen können, aber wir waren dann in dem Laden, es hat alles gesessen, es hat ihnen gefallen, beim ersten Anprobieren quasi hat alles gepasst. Dann haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt, weil dann haben wir das. Weil wenn wir jetzt wieder anfangen mit bestellen und gucken und hin und her schicken und wer weiß, wie es dann bei Amazon, wie das dann ausfällt. Und da komme ich ja nie zu den Reitklamotten. Dann kann ich ja schon wieder welche für den Winter kaufen. Deswegen haben wir die jetzt genommen. Bei Hannah war es recht einfach. Es gab, glaube ich, nur die und eine schwarze und sie wollte die dunkelblaue haben. Einfach hier eine dunkelblaue Reithose mit diesem Besatz hier. Hat vorne hier einen kleinen Reißverschluss und die Marke ist Equilibra. Habe ich noch nie gehört. Das ist die Marke. Und bei ihr hatten wir auch nicht die große Auswahl. Also das waren die Hosen, die ihr gepasst haben. Das ist jetzt eine 122. Ich hatte eine 116, aber die war tatsächlich, also so oben, ne? Von da bis da. Und da habe ich gedacht, nee, da brauche ich ja so ein Tannenbaumnetzding, um sie da reinzukriegen. Das war nix. Die hat ihr sehr gut gepasst. Ist ein kleines bisschen lang, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Und die passt ihr sehr, sehr gut. Genau, das war die. Annabelle hat sich für die hier entschieden. Ich hätte ihr natürlich gerne schwarze gekauft, die zu allem passt, weil ja schon Farbe am Helm ist. Und ja, ich dann gleich wieder passt zu allem. Aber Kinder nehmen halt meistens bunt. Hat sie auch gesagt, Kinder wollen halt bunte Farben. Und Annabelle wollte auch gar nicht weiter anprobieren. Sie wollte diese hier. Das ist eine 140. Marke Felix Bühler. Die sieht so aus. Hat hier auch die zwei Reißverschlüsse und eben den Besatz. Ja, sie wollte die in diesem Rauchblau. Da steht auch irgendwas mit FB drauf, oder was? Ja, Young Generation. Passt ihr super. Haben wir die genommen. Dann haben wir Stiefel gekauft. Und zwar, also keine Reitstiefel, sondern Stiefeletten. Mittlerweile trägt man ja eher Stiefeletten. Und zwar für Annabelle. Die sind alle beide von der Marke Steeds. Steeds? Steeds? Ich würde es mal Steeds sprechen. Aber wissen tue ich es nicht. So. Genau, das sind ihre. Sie wollte das Ganze mit Bordeaux hier an der Seite. Und Hannah wollte lila. Und die sind so süß, wenn sie die am Fuß hat. Guckt euch diese... So rum. Guckt euch diese kleinen Stiefelchen an. Das ist so herzig, wenn sie damit rumläuft. Die ist so stolz auf ihre Reitsachen. Und das sieht so herzig aus. Total süß. Hannah habe ich genommen in Größe, ich muss gerade mal schauen, 26. Und bei Annabelle war es, glaube ich, die 34, ne? Ja, eine 34. Sie hat tatsächlich schon Turnschuhe in 36, aber sie hat auch Schuhe in 34. Es kommt wirklich darauf an, wie es ausfällt und die fallen sehr groß aus. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das da anprobiert haben. Und dazu eben diese Chaps. Die kommen an die Unterschenkel, an die Wade dran, ne? Schützt ja vor Verletzungen, gibt ein bisschen Halt. Sorgt dafür, dass auch nichts drückt und rubbelt vom Sattel oder vom Pferd. Und die kommen dann einfach im Prinzip, ich muss mal gerade gucken, welchen Schuh habe ich hier. Ja, so. Na, da kommt dann hier quasi, Moment, der Schuh rein. So. Und dann wird der hier zugemacht, der Stiefel. Habe ich das jetzt richtig gemacht oder habe ich es falsch gemacht? Ich habe es richtig gemacht. Genau, der Reißverschluss bei Hannah ist außen und dann wird das Ganze hier noch mit einem Klett zugemacht und hier unten mit einem Druckknopf. Und dann sieht das Ganze so aus. Genau, das waren noch die einzigen, die für sie gingen. Das waren die kleinsten, die es gab. Die müssen ja sehr eng sitzen. Und für Annabelle, also wie gesagt, das sind ihre. Die sehen so aus. Die haben hier in diesen Reißverschluss. Und da muss man schon so ein bisschen ziehen, um sie zuzubekommen. Aber die sitzen wirklich Bombe. Die kann ich auch gleich draußen lassen, weil ich muss ihr das Ganze ja sowieso gleich anziehen. Und Annabelles Sachen lege ich dann zurecht, dass dann Oma und Opa ihr beim Anziehen ein bisschen helfen können. Wobei, sie macht es eigentlich alleine. Manchmal klappt es nur nicht so ganz mit dem Reißverschluss. Und das sind ihre Chaps. Die sehen so aus. Ein bisschen andere, weil die von Hannah haben ihr nicht gepasst. Die waren ihr zu kurz. Die gingen nicht bis unters Knie. Die haben schon so ein Stück davor aufgehört, die haben ihr einfach nicht gepasst. Die anderen, die sie anprobiert hat, waren ihr zu weit, weil sie hat sehr lange Beine und sehr, sehr schlank. Deswegen waren die dann einfach zu lang. Die haben jetzt den Reißverschluss hinten
Und man muss dann einfach mal gucken, wo der Knopf ist. Der Knopf gehört nach außen. Das ist also das linke Bein, links, und das rechte Bein, genau. Das will ich nämlich alles dann auf der Couch schon zurechtlegen, damit es da keine Verwirrungen gibt. Ja, genau. Und das Ding ist halt, man muss die festziehen, diese Chaps, hinten. Und dann hier den Reißverschluss erstmal zumachen. Und das ist das Einzige, wo sie ein bisschen Hilfe brauchen. Das meiste schaffen sie schon ganz gut. Allein klar, bei Hannah zupfe ich noch so ein bisschen, ziehe die Hose bis unter die Achseln, ne, was man halt so macht, um die Kinder da reinzupressen. Aber das hier ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man auch gleichzeitig halt ein bisschen ziehen muss. Ja, aber das kriegt sie hin. Genau, und dann noch eine Sache, nämlich Hannas Helm. Annabels Helm, den haben wir noch nicht. Der ist von Uvex, das ist im Prinzip, naja, ein bisschen besserer Fahrradhelm, wenn man so möchte. Es ist kein Fahrradhelm, er ist nochmal anders. Aber ja, das ist dieselbe Marke, wie wir eben auch die Fahrradhelme haben. Aber das ist eben das Einzige, was für sie jetzt ging, weil alles andere war ihr noch zu groß. Sie hat sich entschieden hier für Fee und Einhorn in dieser Farbe. Sie wollte gerne lila und violett haben, hat sie bekommen. Schön pinke Schnallen hier unten. Ja, und der wird ja dann, also erstmal muss man natürlich den Kinnriemen einstellen, das haben wir schon. Dann wird der ja aufgesetzt und dann hier hinten festgedreht, ne, dass der richtig eng sitzt. Und den haben sie auch aufprobiert, dann mussten sie den festdrehen und dann, ohne dass sie das Kinnband geschlossen haben, mussten sie halt mal so den Kopf nach vorne werfen, und wenn der Helm gesessen hat und nicht rumgeschaukelt ist, dann war es gut. Und das war halt jetzt bei Hannah hier diese, ich weiß gar nicht, was das ist, eine XS, glaube ich. Die kleinste Version von diesen Reiterhelmchen. Genau, und Annabels Helm ist petrolfarben, so ein dunkleres Petrol. Mit einem Pferdeumriss hier drauf. Ich glaube, kein ganzes Pferd, sondern nur Kopf, Hals, Brust bis zum Widerrist. Ich weiß es nicht. Und die Mähne. Aber nur so schwarz umrissen. Ne? Alles so, aber dann alles Petrol in der Farbe des Helms. Nur der Umriss quasi. Genau, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das ganze Pferd drauf war. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber den hatten sie da in Türkis. Ungefähr wie meine Übergangshandyhülle hier. So. Aber sie wollte das dunklere Petrol haben, also das durchaus nochmal einen Ticken dunkler ist. Und das mussten sie bestellen, weil sie brauchte Größe M und den hatten sie nur in S da. Sie wollte erst, sie hat gesagt, sie nimmt den, aber bei Annabelle muss man da immer ein bisschen nachhaken. Ich habe sie dann gefragt, bist du sicher, dir gefällt doch der andere besser? Ja, dann sag das doch, dann bestellen wir den. Und der sollte 3 Tage brauchen, bis er kommt. Es kann also sein, dass der morgen kommt. Oder Freitag, je nachdem. Donnerstag ist Feiertag, muss man abwarten. Aber auf jeden Fall wird er uns nach Hause geliefert. Sie muss heute also nochmal ihren Fahrradhelm tragen. Und Hannah werde ich dann ihre Reitklamotten gleich anziehen. Sehr, sehr spannend. Die beiden sind so, so stolz wie Oscar. Also Wahnsinn. Was genau sie anziehen, bin ich noch am Überlegen. Werde ich gleich mal ein paar Jacken zurechthängen. Aber erstmal lege ich jetzt die Reitsachen für Annabelle auf der Couch zurecht und ihren Helm, damit auch alles da ist. Genau. Das war's erstmal. Mehr habe ich jetzt gerade gar nicht zu zeigen. Es ist nämlich jetzt auch gleich schon 11 Uhr. Ich komme halt irgendwie zu gar nichts. Ich werde jetzt mal weitermachen und dann, ja, hole ich nachher Hannah ab und ziehe sie um. Und dann hoffe ich mal, das Wetter wird ein bisschen schöner. Das Wichtigste habe ich jetzt fast vergessen. Pferdeleckerlis. Wollten die Kinder unbedingt kaufen. Sie haben sich einmal entschieden für Alpenwiese-Leckerlis. Getreidefrei. Das Beste der Natur, schmackhaft und vielfältig. Was ist denn da drin? Da. Alpenwiesengras. Und. Okay, alles gut. Auf jeden Fall, das wollten sie haben. Und dann Beach Wipes. Es gibt mittlerweile Sachen, das hat es zu meiner Zeit alles gar nicht gegeben. Da hat es ein Leckerli gegeben und das war's. Das ist mit Honigmelone und Kokos. Die Pferde essen besser als wir. Sehr, sehr cool. Ich bin mal gespannt, wie es riecht. Da werde ich jetzt gleich mal 2 kleine Beutel machen. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. Und die lege ich dann auch gleich zurecht. Und dann dürfen sie nachher ihre Pferde mit Leckerlis füttern. Karotten habe ich jetzt, glaube ich, gerade keine. Hannah will immer einen Apfel und eine Karotte mitnehmen, aber das habe ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht da. Nur ganz frisch, und das ist eigentlich für uns. Ja. Aber jetzt haben wir ja Leckerlis gekauft, also sollen sie Pferdeleckerlis mitnehmen. Genau. Gut. Dann lege ich jetzt mal los. Und dann ist es halt so, ich kann euch momentan so wenig zeigen. Ich bin halt am Ausmisten. Es sieht so schrecklich aus. Wir stellen ja die Schränke um, habe ich euch ja erzählt, wieder hoch in meine Ankleide.
Wir machen es aber so Step by Step. Wir waren am Muttertag alle hier, wir hatten auch Besuch und mein Mann hat da viel alleine gemacht, aber ich habe ihm auch ein bisschen geholfen. Wir haben viel vorgearbeitet und eine Geschichte ist schon oben, also ein Schrank mit dem Eckkorpus ist schon oben, aber der andere steht noch unten, das müssen wir noch machen. Und dann muss ich mir noch ein, zwei Stangen besorgen und ein bisschen mit der Raumnutzung gucken, weil ich hatte da früher noch einen Pax drin, so einen kleinen, also so einen 2 Meter nur. Aber der ist jetzt bei Annabelle und den will ich da eigentlich auch lassen und noch einkaufen will ich nicht. Deswegen, ich glaube, ich arbeite dann einfach mit einer Stange. Hätte ich jetzt die Schränke nicht schon da drin, würde ich auch, glaube ich, nur noch mit Stangen arbeiten. Hätte ich vielleicht auch von Anfang an machen sollen. Aber jetzt sind die Schränke halt da und in dem Zimmer unten ist noch genug drin. Also die Schränke müssen da nicht bleiben. Das wird ja dann so unser Garderoben-Mischmasch-Irgendwas-Zimmer. Für den Moment eben, solange die Schränke, so wie sie sind, noch dastehen, wird dann eine Seite halt mit Schränken voll sein und die andere halt nicht. Mal gucken. Ist im Moment so ein Zimmer zum... eigentlich nichts Besonderes, weil ein Gästezimmer brauchen wir momentan einfach nicht. So oft übernachtet jetzt niemand, dass wir unbedingt ein Gästezimmer bräuchten, weil die Couch kann man weit ausziehen. Schwiegermutter hat auch schon übernachtet, die will sie noch nicht mal ausziehen, die schläft so da. Aber man kann sie natürlich auch ausziehen, dann ist mehr Platz. Und wenn jetzt andere Verwandtschaft kommt, so, die schlafen auch oft bei meinen Eltern, weil die unten noch ein Gästebett haben. Und es ist eigentlich nicht notwendig, dass wir das haben. Wir könnten es noch machen, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Genau, aber das ist dann so, da bleibt unser Garderobenschrank erstmal drinnen, weil wir wissen noch nicht, was wir unter der Treppe einbauen wollen als Garderobenschrank. Deswegen erstmal lassen wir den so. Mein Kerzenschrank ist ja noch da und noch zwei 50er Packs sind auch drin. Also ja, der eine ist eigentlich übrig jetzt, aber dann, ich hätte ihn da eigentlich auch gerne rausgehabt, dass nicht so viele Schränke unten drin stehen, aber er ist jetzt halt übrig und in die Garage will ich ihn jetzt auch nicht stellen, da brauchen wir ihn jetzt nicht. Bleibt er halt da drin, ist es halt eine Schrankwand und das ist ganz praktisch, weil dann habe ich noch Platz für mehr Jacken da unten. Ich bringe auch welche auf den Dachboden, das ist ja überhaupt kein Problem oben, aber ja, dann habe ich mehr Platz für Jacken. Weil die Kinder haben so krass viel Outdoor-Sachen, das der Schrank platzt immer aus allen Nähten. Habe ich den Platz? Ich kann da unten noch Spiele, Gesellschaftsspiele zum Beispiel reintun. Bastelsachen. Ich habe zwar hier den Bastelschrank, aber der ist auch voll bis oben hin. Deswegen, das kann da alles rein. Vielleicht auch ihre Malsachen, die Malkoffer der Kinder. Weil in ihrem Zimmer nehmen die so viel Platz weg und eigentlich malen sie lieber hier unten. Deswegen, vielleicht mache ich die Malkoffer da rein. Ich mache ein Fach, wo ich ihre Reit- und Ballettsachen reintue oder auch die Cheerleading-Sachen, dass die nicht immer in ihren Kleiderschränken oben sind, weil die sind eigentlich ja voll mit anderen Sachen. Ja, mal gucken, wie ich es mache. Aber also Sachen, die wir eigentlich nur hier unten brauchen, weil sie ziehen sich meistens hier unten um. Ich wasche dann und dann lege ich es wieder rein. Oder eben auch Platz, um die Rucksäcke reinzustellen. Das habe ich jetzt immer in der Abstellkammer, aber dann ist da mehr Platz. Und dann kann Annabelle ihren ihre Schultasche mal da reinschmeißen. Die braucht sie momentan oben nicht immer. Oder Hannah ihren Rucksack oder die Traumtasche von Hannah mit den Schlafsachen für den Kindergarten. Was sie schläft ja kaum noch, aber sie nimmt es halt immer noch mit. Und ja, mein Bügelbrett, die Wäsche. Einfach solche Sachen, die man einfach gerne mal irgendwo hinschmeißen will, aber nicht so richtig weiß, wohin, weil sie dann immer irgendwo rumstehen. Und so ein Zimmer finde ich ganz praktisch und das wird es halt jetzt und bin ich auch happy. Ich freue mich, dass meine Sachen jetzt zum großen Teil wieder oben sind. Genau, und ich bin eben am Aussortieren der Schränke der Kinder, weil ich muss jetzt Wintersachen aussortieren, die Annabelle nicht mehr anzieht, die ich für Hannah zur Seite lege. Dann sowieso die Sachen aus dem Körbchen, die Sommersachen nach oben in den Schrank tun und ein paar Wintersachen für später noch ins Körbchen runter. Einfach umswitchen. Und bei Hannah, also bei den Kindern mache ich das halt noch so. Ne? Ich mache das wirklich so, dass ich das trenne nach Winter- und Sommersachen, zumindest aktuell, weil es halt so viel Zeug ist. Und später wird es, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Bei Annabelle ist es schon nicht mehr ganz so schlimm, weil wir jetzt nicht mehr so krass viel nachkaufen in dem Alter. Da kommen wir hin. Aber auch bei Hannah in der Zeit, ich sage ja immer, bis 116, 122 war es so viel Zeug. Ich konnte das nicht alles in den Schrank bringen. Ich habe dann immer Winter und Sommer gemacht. Und jetzt habe ich es auch so gemacht, dass ich die krassen Wintersachen unten in dieses Schiebekörbchen mache und oben so die Sommersachen lasse, einfach für den Überblick. Und gerade bei Hannah ist jetzt wieder Größenwechsel angesagt. Ich gucke, was ich alles noch habe und sortiere die Sachen aus, die ich in die Altkleidersammlung gebe oder die noch verkauft werden. Und ja, es ist ziemlich viel. Das wird ja immer weniger. Bei Annabelle ist es schon überschaubarer, aber bei Hannah
Es ist gerade 116, das ist so viel und ich habe so keine Lust. Aber es muss jetzt mal gemacht werden, deswegen lege ich jetzt mal los. Gerade hat es an der Tür geklingelt, das ist natürlich mega. In einer halben Stunde gehe ich los, Hannah zu holen und Annabels Helm ist gerade gekommen. Das ist ja mega, dann kann ich euch den auch noch zeigen. Also, wenn das jetzt mit einer Hand funktioniert, sieht aber schlecht aus, Augenblick. So, da ist er. Ah, das Pferd war gar nicht der Umriss schwarz. Seht ihr, habe ich mich geirrt. War blau. Genau, das ist Annabels Helm. Jawohl, das ist ja mega, da wird sie sich richtig, richtig freuen. Dann mache ich das Schildchen noch ab. Müssen wir nachher nur den Kinnriemen noch einstellen. Aber das ist natürlich richtig cool. Das lege ich ihr zu den Reitsachen, da freut sie sich sicherlich. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Foodhaul für euch. Und zwar war ich einkaufen bei Rewe, kurz bei Edeka und dann auch nochmal bei Aldi. Vorab bei Edeka war ich eigentlich nur wegen dem Müsli hier. Das Proteinmüsli von meinem Mann, er möchte immer das Einser. Es soll das Einser sein, das hatten sie in zwei Läden nicht. Und unser Rewe hat das nicht. Der Rewe im Ort meiner Eltern, interessanterweise, der hat es. Unsere hat es irgendwie nicht mehr, naja. Und dann bin ich noch rumgegurkt wegen Annabels Cornflakes, weil Rewe ja kein Kellogg's mehr hat. Und es schmecken ihr einfach nur die von Kellogg's und ich finde auch, dass die am besten schmecken. Und dann war ich bei Edeka und der hatte sie auch nicht, also bin ich zum nächsten Edeka. Ja, die Odyssee, alles zusammenzukaufen heutzutage. Genau, der Rest war aber dann von Rewe. Und zwar habe ich dreimal hier unsere Spinatnudeln gekauft, weil im Angebot. Dann auch die Trullis. Trullis sind halt für die Kids super, ne? Das sind halt diese Nudeln, die haben diese Form, wo die Soße sich so schön drin sammelt. Das ist für die Kids halt immer super. Und dann, weil im Angebot, habe ich mitgenommen zum Probieren Roasted Weizennudeln mit Mehl aus gerösteten Kürbiskernen. Noch nie gesehen, aber hier steht, schmeck mal Neues, ist mein Motto. Ich probiere gerne neue Sachen aus, deswegen schauen wir mal, wie die schmecken. Dann habe ich noch einmal hier Eier mitgenommen, Baguettebrötchen zum Aufbacken, weil Hanna die einfach sehr gerne isst. Allgemein die Kinder am Wochenende, Hanna auch gerne mal abends, so zerschnitten als Baguette quasi. Dann nochmal Chia-Brötchen zum Aufbacken und meine Weltmeisterbrötchen. Und ich habe für die Kinder hier nochmal zweimal Amerikaner mitgenommen und einmal Dani Sahne. So, dann habe ich mitgenommen nochmal hier diese Jumpies, die Kängurus, die mögen die Kinder super, super gerne. Reismehl, weil ich ja jetzt öfter auch mal asiatisch koche und dazu brauchte ich mal Reismehl. Dann waren im Angebot verschiedene Sachen. Nein, die waren gar nicht im Angebot, stimmt nicht. Die habe ich einfach... Nee, doch, die waren im Angebot, das war nicht im Angebot. Ich habe hier Mungobohnenkeimlinge und Bambussprossen mitgenommen und dreimal Kimchi. Dieses Kimchi schmeckt mir nämlich tatsächlich auch gut. Ich mag nicht jedes und wir haben neulich beim Koreaner bestellt und dieses Kimchi war so scharf. Also das war einfach zu krass, da musste ich... Ich habe fast einen Liter Milch weggetrunken dabei. Aber dieses Kimchi, muss ich sagen, schmeckt mir sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch mitgenommen, weil es das endlich mal gab, aber auch nur zweimal tatsächlich, hier Korean-Style-Chicken. Das gibt es nämlich meistens nicht, das Korean-Style, deswegen habe ich es mitgenommen. Und einmal steht da hinten noch das Indian-Butter-Chicken. Das mag ich nämlich auch gern. Das gibt es allerdings immer. Das ist kein Problem, das zu bekommen. Und dann habe ich noch einmal Actimel mitgenommen, beziehungsweise zweimal und wahrscheinlich werde ich es auch nachkaufen. Das ist die Sommeredition mit Kokos. Ich brauche nicht unbedingt Actimel, aber ab und zu mag ich es ganz gerne und Kokos musste ich probieren und das schmeckt so lecker. Also wenn man auf Kokos steht, wow, echt, echt gut. Und dann habe ich noch drei Sachen mitgenommen. Einmal Chewab Chichi, also alles aus dieser veganen Theke. Ich esse momentan sehr vegan, auch meine Wurst. Aber nicht unbedingt, weil ich kein Fleisch essen will, sondern weil ich es einfach unglaublich mag. Es schmeckt mir sehr, sehr gut. Das muss ich mal ausprobieren. Das hatte ich noch nicht. Die hatte ich allgemein alle noch nicht. Das auch nicht. Like Schnitzel. Das wollte ich dann mal für die Kids auch ausprobieren. Und einmal hier Gyros-like. Kann man gut zu Salat essen oder auch mal zu so einer Asia-Pfanne. Habe ich gedacht, ich probiere es mal aus. Die waren nämlich im Angebot. Genau, das war es auch schon. Ich verräume und dann... ich zeige euch noch schnell, was ich bei Aldi geholt habe, aber das kann ich euch auch so in die Kamera halten. Und zwar habe ich einfach nur zweimal hier Batterien mitgenommen, weil ich wieder welche brauchte. Zweimal so Fußlingsocken, weil ich da überhaupt nichts mehr da hatte. Dann Strohhalme, weil ich brauchte wieder Pappstrohhalme. Die Kinder trinken unheimlich viel mit Strohhalm und die hatten halt gerade so Geschirr da und diese grünen Strohhalme. Sie sind, glaube ich, teurer als die von Teddy, aber ich wollte nicht extra noch zu Teddy, deswegen habe ich sie
dort mitgenommen und noch dreimal hier unsere Balsamico-Soße mit Himbeere. Es gab ja verschiedene Sorten, aber das war halt leider so eine Sonderaktion, die jetzt leider weg ist. Aber jetzt gab es halt nochmal Himbeere, deswegen habe ich noch drei mitgenommen. So, und das gibt es später. Ich habe das nämlich noch nie probiert. Einmal hier so ein Wrap mit Sweet Chili. Habe ich noch nie gehabt, wollte ich mal ausprobieren. Und für vorhin, weil ich unterwegs war, habe ich mir so ein Sandwich hier mitgenommen. Kennt ihr vielleicht. Und zwar war das ein veganes Sandwich. Habe ich noch nie gehabt, war ich sehr neugierig. Vegan im Aufschnitt, Soja-Erbsenprotein, pikant-süßer Würzsoße, Paprika und eben Vollkorntoast. Das muss ich sagen, war sehr, sehr lecker. Und das hatte auch, glaube ich, auch 200 Kalorien weniger als das normale Sandwich. Also ja, war echt gut. Gut, dann räume ich mal auf. Und dann sortiere ich weiter Kleidung.